Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, wir bekommen ja alle mit, dass dieser Corona-Wahn immer schlimmer wird. Hier in Hamburg werden ja die Corona-Regeln mit Hubschraubern kontrolliert, mit Motorrädern an der Alster. Wir kennen die Bilder ja aus dem Jenischpark in Hamburg. Der Jugendliche soll immer wieder aufgefallen sein, weil er sich nicht an die Corona-Regeln gehalten habe. Oder Foxy hat auch selbst eine Razzia zu Hause erlebt, da könnt ihr hier mal in dieses Video reinschauen. Und jetzt ist da etwas auch einem guten Freund von mir passiert, dem Oliver. Erstmal moin. Hallo Oliver. Moin Jens. Oliver kennt ihr auch, der war, ich glaube, wie viele Videos warst du schon zu sehen? 2, 3, wir waren bei Fridays for Future. Und haben uns damals mal über den Kapitalismus auf einer Parkbank unterhalten. Und willst du uns mal berichten, was dir da widerfahren ist mit den Corona-Regeln? Ja, sehr gerne. Vor einer Woche war das ungefähr. Da war ich mit meinem Fahrrad unterwegs. Ich habe mir jetzt kürzlich ein neues Fahrrad zusammengebaut und war da ganz stolz drauf. Und es war dann so in den Abendstunden gegen 21 Uhr. Dann bin ich bei mir um die Ecke noch zum Kiosk gegangen, habe mir noch ein Absackerbier geholt und dachte mir, weil es gibt unmittelbar bei mir vor der Haustür gibt es halt eine Parkbank. Das sind vielleicht 30 Meter oder so. Und da hatte ich mich dann hingesetzt oder hatte ich vor, mich hinzusetzen und da dieses Bier zu trinken. Und habe dann am Kiosk noch zwei Leute kennengelernt, die auch, ich sag mal, eher etwas kritisch den Corona-Maßnahmen und den gesamten Corona-Geschehen gegenüberstehen. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben uns dann dazu entschieden, okay, und wir gehen zusammen zu dieser Bank und setzen da uns doch auf ein Bier hin und quatschen eine Runde. Ja, gesagt, getan. Wir saßen dann da nicht mal 5 Minuten auf dieser besagten Bank. Und haben dann in der Ferne schon Polizeibeamte auf uns zukommen sehen, wussten noch nicht genau, wie wir die Situation handhaben sollten, gingen aber davon aus, dass wir nichts Falsches machen, weil nach unserem Wissen ja die Regelung so ausgestaltet ist, zumindest dachten wir das zu dem Zeitpunkt, dass der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit erst ab 22 Uhr untersagt ist. So. Du hast ja auch gesagt, ihr habt schön auf die Abstände geachtet, dass genau. ihr habt dann zu zweit, dass es waren Mann und Frau, du hast dann mit der Frau zusammengestanden, Ihr Kumpel, der stand 2, 3 Meter entfernt. Genau, also das war ungefähr so, das war eine normale Parkbank. Ich saß halt rechts von der Bank, sie stand 1,50 Meter, 2 Meter vor mir. Und ihre Begleitung, das waren halt zwei Freunde, er stand noch ein bisschen weiter weg an so einem solchen Fahrradbögen, wo man quasi Fahrräder anschließen kann. Also er saß bestimmt 3 Meter oder vielleicht sogar 4 Meter von mir weg. In dem Moment, wo die Polizei kam, haben wir an der Stelle uns an diese Maßnahmen gehalten. Ja, und was ist dann passiert mit der Polizei? Warum hat sie euch angesprochen? Also es kam, wie viele Polizisten kamen dann vorbei? Also erstmal waren es nur zwei. Die kamen dann zu zweit, hatten uns nach unseren Personalien gefragt. Und wir haben dann entsprechend darauf reagiert mit der Frage, warum? Denn wir haben uns ja hier nichts zu Schulden kommen lassen. Und da meinte man, wir hätten jetzt eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ich habe dann nochmal nachgefragt, was genau, aber man hat uns das nicht gesagt. Wir würden angeblich gegen die Mindestabstände verstoßen und habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht, weil Sie sehen ja hier, dass wir entsprechend Abstand zueinander halten. Und das hat sich dann so hingezogen. Es waren dann erstmal nur diese beiden. Die hatten dann auch gemerkt, dass sie im Gespräch mit mir nicht so weiterkommen. Ich bin freundlich geblieben, aber sehr direkt halt, sehr gezielt argumentiert. Wir können ja hier auch mal einblenden, du hast ja auch dein Handy mitlaufen lassen, das ist ja auch vom öffentlichen Interesse. Wir blenden hier mal ein, dass Oliver da ja freundlich, aber bestimmt geblieben ist. Genau, also ich hatte mir dann zwischendrin noch gedacht, einfach mal den Ton mitlaufen zu lassen, um zu schauen, wohin sich diese Situation entwickelt. Sie und was machen wir? Es gibt hier keinen Vorfall, der irgendeiner Notwendigkeit bedarf, eine Rekonstruktion zu verursachen. Polizeilich bin ich dazu befugt, dass Sie Personal einstellen. Nein, sind Sie nicht. Das sind Sie nur dann, wenn Sie eine Ordnungswidrigkeit festgestellt haben. Und ich weiß nicht, wann ich zuletzt in das Gesetz geguckt habe. Es muss vor 3 oder 4 Wochen gewesen sein. Und da stand immer noch drin, dass man in diesem Land, obwohl hier so ein politischer Wahnsinn herrscht, immer noch gechillt einfach in einem Park sitzen kann, unweit seines Wohngebietes und ein Bier trinken kann. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war das nicht illegal. Also hier hört man auch, also Olli ist ein bisschen am Leiern, das muss man sagen. Es waren schon 2 oder 3 Bier, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, man hört, er ist halt freundlich geblieben. Er hat halt gesagt, okay,
was gibt es für Anlass, dass sie jetzt meine Personalien überprüfen. Wir haben es gerade auch mal nachgeschaut. In Deutschland ist es so, man muss im Besitz eines Ausweises sein, aber man muss ihn tatsächlich nur vorlegen, wenn man eine Straftat begangen hat. Oder Ordnungswidrigkeit, je nachdem. Also es ist in Deutschland tatsächlich so, es gibt keine Ausweismitführpflicht, also kein Ausweisdokument mitführpflicht. Man muss aber in Momenten, in Situationen, in denen man sich etwas Ungesetzliches zu Schulden hat kommen lassen, in der Lage sein, sich dann auch auszuweisen. So ist die Rechtslage. Wenn man sich nicht ausweisen kann, dann wird man mit aufs Revier genommen, genau. Aber dazu muss man auch sagen, bevor man jemanden nach seinen Ausweisdokumenten fragt, muss man ihm auch sagen, warum man ihn fragt, warum der Bürger gefragt wird. Und das hat man ja nicht getan. Man hat mich die ganze Zeit, als ich da saß, nicht davon unterrichtet, was ich eigentlich falsch gemacht habe. Man ging davon aus, dass ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Und deswegen habe ich mich geweigert, mich auszuweisen. Das ist auch immer so mein Eindruck. Die Polizei, die geht davon aus, dass man jede neue Fassung der Eindämmungsverordnung ganz genau weiß. Ich glaube, mittlerweile. Als wäre das eine Hohlschuld. Mittlerweile gibt's da, ich glaube, die Eindämmungsverordnung ist in der 38. Fassung. Und mal gilt irgendwie Alkoholverbot hier und da. Mal mit so und so viel Haushalten darf man zusammen sein. Dann ist jetzt die Ausgehsperre und so halt, wo dauernd irgendwelche Änderungen sind. Wer soll da durchblicken? Ganz genau, ja. Ja. Was ist mit dir? Keine Ahnung. Ich sitze hier immer noch entspannt und trinke ein Bier. Und was ist mit dir? Das hat dann die Dame, die dabei war, gesagt. Das war nicht genau. Die Polizistin, das war halt das Mädel, das du da getroffen hast. Genau. Sieht die Zigarette aus, weil im Zweifel dürfen sie nicht rauchen. Nicht rauchen, das war auch auf die Beiden bezogen. Du hast nicht geraucht? Ich habe in dem Moment nicht geraucht, ne. Ja. Ach so, aber warum soll ich das nicht machen? In Deutschland verpflichtet sich die Polizei gegenüber mit einem gültigen Dokument auszuweisen. Ah, sie wollen weiterhin mit dem Telefon beschlagnahmen, weil sie schon wieder... Da weist man nochmal die Dame darauf hin, dass sie sich ausweisen muss. Genau. Man hat dich nicht darauf hingewiesen. Na, man hat mir gesagt, ich muss mich ausweisen, aber man hat mir nicht gesagt, warum. Ah, okay. Ja. Den Herrn mit und das nicht erlaubt. Ich komme mit uns mit. Das ist nicht gerecht. Was soll das jetzt? Wir stehen mal drauf. Die kommen mit uns. Was soll das? Gehen Sie freiwillig mit, ja oder nein? Davon gehen Sie freiwillig mit, ja oder nein? Ja, der passt. Auf den Boden. Gib die Arme entspannt raus, hast du verstanden? Gib die Arme entspannt raus. Sonst müssen wir noch mal wehtun. Mit wie vielen Polizisten hat man dich auf den Boden gezogen? Ich glaube, die waren zu dritt oder zu viert. Ja. Dieses Fahrrad, was da steht, kostet 3.800 Euro. Ich möchte Sie bitten, davon Kenntnis zu nehmen. Schöne Information. Ich gebe mal den anderen Arm. Du musst ihn mal hochnehmen. So, man sieht, du bleibst, obwohl du am Boden liegst und man dir Handschellen anlegt, wie ein Schwerverbrecher, bleibst du trotzdem sachlich, weist sie darauf hin, dass sie dein... Meine Wertgegenstände entsprechend auch berücksichtigen sollen. Ich weiß gar nicht, es ist mir in dem Moment als erstes eingefallen, sie darauf hinzuweisen, was das für ein Wertgegenstand ist, weil es mir einfach wichtig war, dass das da nicht stehen bleibt. Denn ich habe ja auch schon von Geschichten gehört, beispielsweise in der Verhaftung, über einen Bekannten von mir, wo der Mofa-Roller dann nicht gesichert worden ist und dann nachher das Mofa weg war, also so eine Vespa, so ein italienisches Ding. Und ich habe wirklich die Befürchtung gehabt, dass denen das einfach egal ist und deswegen wollte ich sie im Vorfeld das schon mal gleich wissen lassen, dass das nicht günstig war, das Fahrrad. Das sind also, wie Herr Tschentscher sagt, die verhältnismäßigen Corona-Kontrollen. Wir feststellen, dass in Parks Dinge passieren, die wirklich dem Infektionsgeschehen abträglich sind, dann brauchen wir auch im Interesse der Allgemeinheit aller, die sich an die Regeln halten. Jemand, der darauf hinweist, dass es nicht geht. Und das wird die Polizei tun, so wie sie es in Hamburg immer tut, mit Augenmaß, wie man sagt, verhältnismäßig. Man, ohne Grund legt man dir gleich Handschellen an, wirft dich zu Boden. Ja, wir hören mal weiter rein. Ah, hört auf, mir weh zu tun, was soll denn der Scheiß? Alter, lass meine linke Hand los! Wenn du dich weiter anspannst, tut noch mehr weh. Ich hab doch völlig den Verstand verloren, echt. So da auch, jetzt hat man dich geduzt. Wenn du dich noch weiter wehrst, dann tut's weiter weh. Ne, die haben mich vorher schon geduzt. Nachdem sie mich von der Bank runtergezogen haben, da haben sie mich noch gesiezt. Aber dann ging das Duzen los, als ich dann auf dem Boden lag. Und da habe ich natürlich dann zurückgeduzt. Mhm. Ich dachte, das war eine Einladung zum Duzen dann. Jetzt gib Gas mit diesen Scheißdingern da, Herr Gott, nochmal. Was dauert denn da so lange, Herr Gott? Habt ihr nur so einen scheiß 3-Wochen-Kurs durchgemacht, oder was? Ja. Wir können auch nichts. Das merke ich.
Ja, wir wollen jetzt, also dann hast du angefangen, danach ein bisschen die Polizei zu beschimpfen. Das lassen wir jetzt mal raus, weil natürlich kann natürlich... Ich habe sie nicht wirklich beschimpft. Ich bin halt einfach nur sehr, sehr impulsiv geworden, weil ich mich hier einer völlig willkürlichen und ungerechtfertigten staatlichen Maßnahme ausgesetzt gefühlt habe. Mhm. Deswegen bin ich dann auch lauter geworden in meinem Ton. Ja. Ja. Also ich muss ja auch sagen, auch wenn Olli jetzt natürlich ein guter Freund von mir ist, versuche ich das halt einfach journalistisch ganz neutral mir anzuschauen und... Wenn ich mir die Annahmen hier oder die Aufnahmen anhöre, dann war halt einfach natürlich bestimmend, aber jetzt hat er die nicht irgendwie angepöbelt, man hat ihn einfach nicht darauf hingewiesen, dass er jetzt eine Straftat begangen hat. Man hat ihn normalerweise eine Ordnungswidrigkeit. Und das ist ja auch, bevor man gegenüber jemand gewalttätig wird, muss man ja auch das mal ankündigen. Also das habe ich bei Foxy auch erlebt. Ich war ja bei Foxy dann da vor Ort. Dass sie auch gesagt haben, okay, wenn sie jetzt nicht das und das machen, dann müssen wir körperliche Gewalt anwenden. Und das haben sie bei dir ja nicht gemacht. Sie haben halt einfach, ohne dass du die Möglichkeit hattest, sozusagen, okay, ich füge mich der Staatsgewalt, haben man dir körperliche Gewalt angewandt und dir Handschellen angelegt. Ich füge mich dann, wenn man mir sagt, warum. Ja. Und das ist nicht passiert. Und wie ging es dann weiter? Ja, es war dann... direkt vor meiner Haustür. Wir haben dann diesen Park verlassen und wir standen dann mehr oder weniger 10 Meter vor dem Haustüreingang von meinem, wo ich wohne, in dem Haus. Ich habe sogar noch gesagt, ihr verhaftet mich jetzt hier gerade 10, 20 Meter vor meinem Wohnort, wo ich nur ein Bier getrunken habe. Was soll das? Mit welcher Berechtigung? Ich bin dann auch wirklich so impulsiv geworden, dass ich sie mit einigen Rechtsverständnis konfrontiert habe, ob sie wirklich der Auffassung sind, dass sie hier gerade das Richtige machen. Ne? Hat das aber keinen interessiert. Das war ein völlig mechanischer Prozess. Die gesamte Verhaftung war rein mechanisch. Man hat überhaupt gar nicht Rücksicht genommen auf das, was ich sage, auf meinen Standpunkt. Das war einfach nur, als ob die da etwas abfertigen. Ich habe mich wirklich abgefertigt gefühlt. Und das mit Gewalt, mit Brutalität. Ne? Ja, ich meine, das habe ich dir als, du hast mich ja, glaube ich, am nächsten Tag hast du mich angerufen und mir davon berichtet. Da musste ich dich erstmal unterrichten, was du falsch gemacht hast. Die Eindämmungsverordnung, dass die vorsieht, dass man keinen Alkohol mehr trinken darf. Genau, ja. Und auf öffentlichen Plätzen und in Parks. Und ich meine, klar, wie schon gesagt, die Regeln ändern sich dauernd. Man kann da nicht drüber Bescheid wissen oder natürlich, man kann sich informieren, aber in dem Moment wusstest du nicht, du wusstest nicht, dass du gegen die Regeln verstößt. Insofern, man hat die Aufklärung unterlassen. Und wie ging es dann weiter? Man hat dich dann abgeführt. Man hat mich dann in so einen Wagen reingesteckt, in so einen Polizeiwagen mit richtig Handschellen auf dem Rücken, das volle Programm. Und dann sind wir Schwerverbrecher. Genau, wie ein Schwerverbrecher, wie so ein per Interpol gesuchter Schwerverbrecher. Dann sind wir diese 2 Meter zum Polizeirevier gefahren, was direkt um die Ecke war, praktischerweise. Und da wurde ich dann quasi wie ein normaler Verbrecher behandelt. Ich musste dann meine gesamten Taschen entleeren, musste dort quasi dann sagen, meine Personalien rausgeben, die wurden dann geprüft. Dann habe ich noch ungefähr eine halbe Stunde in der Arrestzelle verbracht. Also richtig so meine gesamten Habseligkeiten bis auf Hose, bis auf die restliche Kleidung wurde mir abgenommen. Und hat mich dann in so eine Arrestzelle eine halbe Stunde reingepackt. Zwischendrin hat man mich noch gefragt, ob ich einen Alkoholtest machen will, was ich erst nicht eingesehen habe. Aber dann hat er gesagt, ja, dann bleiben Sie halt noch länger hier. Wo ich mir dachte, okay, vielleicht wollen die mich hier ausnüchtern, dann zeige ich ihm mal lieber, dass ich nur 2 Bier getrunken habe. Also nicht unbedingt jetzt notwendig ist, dass ich hier bleibe. Hab dann diesen Test gemacht, wo man mir auch kein Ergebnis mitgeteilt hat, aber es scheint wohl offensichtlich gut genug gewesen zu sein, dass man dann weitere 10 Minuten später dann reinkam und gesagt hat, bitteschön, Sie können gehen. Mhm. Was ich nochmal sagen wollte, was du gerade sagtest, dass das sehr mechanisch war, so Massenabfertigung. Ich habe halt gerade immer den Eindruck, die Polizisten können wahrscheinlich selbst keinen Sport machen und müssen so dann ein bisschen ihre Aggressivität, ihre Energie rauslassen. Das kann gut sein. Vielleicht fehlt ihnen ja momentan auch so diese Berufspraxis, Leute zu verhaften, dass sie dann schon Leute, die mit einem Bier auf einer Parkbank sitzen, dass sie dann ihre Verhaftungspraxis einfach mal in einer vollen Montur wieder trainieren können. Ne? Ja. Und guck mal, ein Regenbogen. Sehr schön, wenn das mal kein Zeichen ist. Genau. Die Frage ist jetzt, wir haben ja schon drüber gesprochen, sich dagegen zu wehren, ist natürlich schwierig. Wir haben jetzt auch gesehen, in Hamburg, egal ob es die Maskenpflicht für Jogger an der Alster ist, egal ob es jetzt die Ausgehsperre ist, die Hamburger Gerichte, sobald man da Eilanträge
gegenstellt. Die sind halt immer auf der Linie des Staates. Wie Hans-Hermann Hoppe so schön immer sagt, der Staat ist letztendlich immer der Letztentscheider bei allen Konflikten, auch diejenigen, die sich selbst, die ihn selbst betreffen. Insofern, du kannst natürlich, du wirst dann ja eine Ordnungswidrigkeit, du wirst ja Schreiben von der Staatsanwaltschaft bekommen. Das werden wahrscheinlich 150 Euro Strafe oder sowas sein. Da kann man natürlich Einspruch gegen einlegen und auch sagen, hey, man hat mich geduzt, man hat mich ungerechtfertigterweise, hat man mir Gewalt angewandt, man hat da keine Rechtsbelehrung, hat nicht stattgefunden. Aber die absolut notwendig vor einer Verhaftung ist. Ja. Man muss der Person, dem Bürger mitteilen, was er falsch gemacht hat, warum es jetzt hier gerade zu einer sogenannten polizeilichen Maßnahme kommt, wie einer Verhaftung. Ja. Hat man nicht gemacht, man hat mir nicht mitgeteilt, was ich falsch gemacht habe. Mhm. Man ging davon aus, dass ich es weiß, das ist der Punkt. Ja. Insofern denke ich mal, da irgendwie gerechtlich gegen vorzugehen, ist immer verschwendete Liebe. Vergebene Liebesmühe. Ja, genau. Und deswegen, also ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, es publik zu machen, darüber zu sprechen, öffentlich darüber zu sprechen, dass die Leute halt einfach sehen, was hier gerade abgeht in diesem Rechtsstaat. Zum Schutz der Bürger. Ja, ja, was geht, was möchtest du sonst noch sagen? Was gibt es da sonst noch zu sagen? Ach, ich bin einfach nur, wir haben ja jetzt auch eine Woche ins Land streichen lassen. Du wolltest das ja gerne ein bisschen früher machen, aber ich musste das erstmal sacken lassen, weil das war für mich wirklich auch, das hat mich menschlich getroffen. Ne? Also das ist, ich meine, ich habe vorher in meinem Leben nie Kontakt mit der Polizei gehabt. Ich bin zweimal verhaftet worden, einmal aber war ganz sachte, normal ins Auto mitfahren, weil ich auch keine Papiere dabei hatte. Das war auch unmittelbar vor meinem Wohnort, ein halbes Jahr früher, aber da waren die Polizisten nett, sie waren freundlich, sie haben gesagt, wir müssen das machen. Ich habe gesagt, okay, alles klar, machen wir das. Aber dass das wirklich mit so einer Gewalt, mit so einer Brutalität und mit so einem kühlen Mechanismus passiert, und man nicht erkennt, okay, das ist eigentlich gerade nur ein normaler Bürger, der ein bisschen Auszeit irgendwie von was auch immer, von welcher Wohnhaftsituation auch immer er kommt, aber der sitzt nur bei sich vor der Tür und trinkt ein Bier. Und dass man das aber nicht erkennt und dass man so gewaltsam dann gegen mich oder auch gegen andere Leute vorgeht, man kennt ja auch noch die Situation aus dem Jenischpark, wo man jemanden fast mit einem Polizeiwagen überfahren hätte, der nur ein paar Freunde umarmt hat. Alles verhältnismäßig. Richtig. Da fragt man sich schon so, also wohin geht das hier in diesem Land? In welche Richtung entwickeln wir uns? Und ja, das ist eine große Verunsicherung und auch ein beängstigendes Gefühl, was in mir dann jetzt in den letzten paar Tagen aufgekommen ist, so machtlos sich so einer fragwürdigen oder sich so einer Staatsgewalt unter so einem fragwürdigen Deckmantel dann fügen zu müssen. Das macht mir persönlich ein bisschen Angst. Ja, und wie gesagt, das Einzige, was man da machen kann, ist halt darauf aufmerksam zu machen, die Leute, ja, die halt auch dann diese ganzen Corona-Maßnahmen unterstützen, jetzt auch sagen, hey, Ausgehsperre ist alles richtig, wir müssen jetzt einen harten Lockdown machen, jetzt hier gerade noch das Video von Rezo gesehen, naja, die Kritik äußern und dann sagen, hey, wir Rezo kritisieren den Staat, aber der macht das ganz falsch, wir hätten viel früher Maskenpflicht einführen müssen, der Lockdown muss viel, viel härter sein, das ist dann die harte Kritik und letztendlich solche Leute machen sich mitverantwortlich, was denn hier passiert. Ja, dass Leute ihre Existenzen verlieren, dass Kindergeburtstage gestürmt werden, dass halt Leute, die gerade die Regeln halt einfach, ja, man kann ja jede Woche reinschauen, was gilt jetzt. Man muss ja, das sage ich auch schon immer, man muss ja heute, bevor man irgendwie Freunde trifft, man muss halt jedes Mal schauen. Vorher so erstmal online gucken, was richtig und falsch ist. Ja. Wie viele Freunde darf ich jetzt treffen? So, bis wann darf ich bei denen bleiben und so. Wie viel Abstand müssen wir alle zueinander halten? Ja. Und jeder, der da halt einfach einen Fehler macht, der wird dann wie ein Schwerverbrecher schnell behandelt. Also wenn man dann nicht wirklich im höchsten Maße im Staatsinteresse kooperiert, wird man sehr schnell wie ein Verbrecher behandelt. Ja. So habe ich mich dann auch gefühlt. Ja, ja, ich würde mal sagen, das war es dann von uns. Wenn ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann freuen wir uns über eure Kommentare. Ansonsten gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, abonniert oder folgt mir bei Telegram und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.